Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy VII. Ich glaube, müssen wir da jetzt wieder hin oder ist jetzt hier noch was? Kann ich hier jetzt was machen oder ist es jetzt hier alles gegessen? Ich glaube, wir müssen komplett zurück. Ja. Gibt's auch einen anderen Weg, einen schnelleren? Ich weiß es nicht mehr. Anscheinend nicht. Gut, laufen wir mal hier lang. Das bringt uns jedenfalls hier nichts mehr. Bringt es was, nach unten zu gehen? Nee, ne? Nee, nein. Nein, ich werde hier jetzt gar nicht erst irgendwelche blöden Auswege nehmen. Warum können die uns denn nicht gleich zurückbefördern? Ganz ehrlich, total unnötig jetzt hier lang zu laufen. Ich werde jetzt aber mal speichern. Einfach aus dem Grund, weil das ja so backig war beim letzten Mal. Und dann habe ich das auf jeden Fall schon mal gesichert. Genau. Ich weiß, also ich würde auch ganz gerne manchmal jemand anderes noch mitkämpfen lassen. Nur Yuffie muss ich schon alleine deswegen reinnehmen, damit sie halt klauen kann, wenn irgendwelche Monster kommen. Und wenn ich halt nicht weiß, was kommt, dann mache ich das ganz gerne. Ach, eigentlich sind wir jetzt hier relativ weit vorne. Es geht ja. Geht ja doch recht schnell. Bin ja jetzt doch gleich wieder draußen. Ja, das finde ich gut. Keine Lust, hier ewig durch den Zauberwald zu rennen. Ich hab genug von eurem Scheiß hier. Überall Monster und Kreaturen. Oh. Dachte ich komme hier zurück, aber nee. Na klar. Ihr wollt mich alle ärgern hier. Was machen die Viecher mit meinen Mädels hier? Die sind alle traurig oder wie? Sind alle so bedrückt? Ja, ist klar. Übertreib mal nicht. Todesurteil. Die sind ganz schön klein, aber oho, hier machen wir eben ein Todesurteil. Immer wenn die das machen, verschwinden die. So eine Schweine, so eine Feiglinge. Ja, sie sind weg. Gewonnen. Mit unserem Todesurteil geht's weiter. Danke, danke. Tschüssi, Kowski. Wo war ich jetzt? Ach ja. So, weg hier. Muss ich jetzt zum Shinra-Dingens wieder zurück, wo ich ganz am Anfang war? Ich weiß es nicht genau. Ich vermute es, weil ich nicht weiß, wo ich sonst hin soll. Da, wo alles begonnen hat, meine Lieben. Tü. Oh. Oh, was zum? Oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Och, nö. Wer ist er denn? Voll der Agro-Robo. Oh Gott, der wandelt auch noch über das Wasser. Den müssen wir aufhalten. Wir müssen ihn aufhalten, Leute. Versammelt euch und kämpft gegen die Monster dieser Welt. Um zu schützen, was wir lieben, werden wir unser Leben geben. Kommt schon, jetzt muss wieder so eine Motivationsrede kommen. Was ist los? Ein merkwürdiges Signal. Von wo? Es kommt von dieser Person? Wow. Hey. Ich habe mich erschrocken und war außer Kontrolle. So ein Mist. Die Weapon taucht aus dem Meer, aus dem Ozean und geht direkt auf Midgar zu. Die neue Waffe dürfte ihn aufhalten, oder? Ich weiß nicht, ob sie bereit ist. Hey, was passiert mit Marlene?
Keine Angst um Marlene, sie ist in Sicherheit. Sie ist bei Iris Mutter. Barrett! Wie war das gerade? Wenn Marlene in Sicherheit ist, sind dir alle anderen wohl egal. Das wollte ich dir schon immer sagen. Wie viele sind wohl umgekommen, als du den Reaktor hochgejagt hast? Es geht um das Leben des Planeten. Ein paar Verluste musst du einplanen. Ein paar? Was heißt hier ein paar? Für dich sind es nur ein paar, aber für die Opfer war es alles. Den Planeten schützen, das klingt edel. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber das heißt nicht, dass alles erlaubt ist. Von einem Shinra-Typen lasse ich mir nichts sagen. Ich bin sowieso ein... Aufhören. Kate Sith Barrett weiß, was er getan hat. Was wir in Midgar getan haben, kann niemals entschuldigt werden. Ist doch so. Wir haben es nicht vergessen, oder? Ich kann dich ebenfalls verstehen. Du kannst die Firma nicht verlassen, weil du dich um die Leute in Midgar sorgst. Cloud? Was ist schon wieder so kompliziert hier alles? Probleme irgendwie. Okay, vorwärts, wir werden die Weapon besiegen, aber echt, jetzt lass mal los hier. Rumgedüdel dich hier, streitet mal nicht. Hey Cloud, glaubst du, wir kommen gegen dieses Ungeheuer an? Wir haben eine Chance, oder? Wie soll ich das wissen? Das ist aber kein Grund, ihn entwischen zu lassen. Wir gehen nach Midgar und kämpfen gegen Weapon. Los, ab geht die Post. Jo, ab geht die Post. Oh Gott, das Geräusch. Voll heftig. Das, da ist es doch. Moment, dann will ich aber erstmal kurz hier landen. Und einmal speichern. Und mit wem kämpfe ich? Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich möchte Yuffie mal drinnen behalten, aber ich gehe das Wagnis mal ein, dass ich meine Heilerin mal kurz rausnehme. Tifa ist nämlich die, die Leute wiederbeleben kann. Ach, haben wir schon Barrett oder Vince? Ich nehme mal Vince. Ich versuch's einfach mal. Ach, ihr wollt ja speichern. Aha. Da war ja was. Schneller, schneller. Midgar. Wo ist es denn jetzt, das Vieh? Wo ist es denn jetzt hin? Hier sind wir doch in Midgar. Total in Ordnung hier. Da sind wir schon direkt da. Wo ist das Monster? War doch gerade hier. Hä? Hallo? Hallo? Wow, da ist es. Da. Hey, hey, was tust du da? Die Hybrids zerstören? Lass uns auf der Erde kämpfen. Ach so. Ja, dann pack das Schiff hier hin. Pack es hier hin. So, jetzt warten wir hier oder was machen wir hier? Ist jetzt nicht euer Ernst, dass jetzt so kleine Kämpfe kommen, oder? Das ist jetzt total spannend hier, das ist voll wichtig. Und kommen die jetzt hier noch? Was sind das überhaupt schon für Affentypen, die uns da wieder angreifen? Und dann auch noch von hinten, die Schweine. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich weiß schon wieder nicht, wie lange ich aufnehme. Das ist immer total blöd. Und irgendwie habe ich nicht so gut gelandet, glaube ich. Der kommt jetzt da hinten hin. Wo kann ich aussteigen? Ja, dann... Ich glaube, ich muss auf der Grünfläche landen. Dann machen wir das mal. Wir gehen nach Midgar. Midgar. Oh oh, da ist ja jemand. Müssen wir die Leute warnen? Komisch, habe ich irgendwo den Schlüssel für das Tor fallen lassen? Vielleicht als ich auf der Ausgrabungstour war. Oh, das ist nicht euer Ernst, ne? Über das Monster kommt. Tü, voll friedlich hier. Und jetzt kommt er. Ja, dann soll er kommen. Nein. Wo ist er denn? Da kommt er doch. Ja, ich weiß. Es ist sehr wichtig, hier auch die kleinen Monster mitzunehmen, damit wir nochmal so richtig schönen Schaden kriegen vorher. Naja.
Ja, gut, wir sind eigentlich viel stärker als die Viecher, aber trotzdem. Nochmal so das Möglichste an Upgrades vorher rausholen, bevor es hier an den Super-Dings geht. Was ist das überhaupt? Ein Roboter? Eine Maschine? Ein Meeresungeheuer. Komm, komm. Ja, komm. Ich weiß überhaupt nicht, was jetzt auf mich zukommt. Das wird sicherlich nicht ohne, kann ich mir vorstellen. Deswegen beschwöre ich einfach mal ein neues Monster. Den haben wir noch nie beschworen. Ich bin sehr gespannt, weil diese Materie habe ich in einem Zauberwald mit einem Schokobo gefangen. Und diese Materie kenne ich nicht mal von damals. Ich habe dieses Vieh nie besessen. Total toll, das mal zu sehen. Das ist unser Taifun und den Hades beschwören wir auch gleich mal. Was kann der denn so? Ist auf jeden Fall ein Windungeheuer. Oh, der macht ordentlich Schaden. Gefällt mir. Finde ich gut. Machen wir mal Odin. Oh oh. Ja, ist okay. Ich hab's kapiert hier. Drehst hier voll ab. Ultima können wir auch gleich nochmal machen. Mit ihr muss ich auf jeden Fall jetzt gleich mal klauen, falls es was zu klauen gibt. Ja, das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber dieses Typhoon von gerade eben, den habe ich echt früher nicht mal gehabt, weil ich mich halt nie um diese ganzen Chocobo-Geschichten gekümmert habe. Und da ich das jetzt mal mache... Countdown. Oh oh. Jetzt klaue ihm schon was. Juffi, sieh zu. Na? Konnte nichts stehlen. Ich mach mal hier Limit. Und Regener. Der Typhoon, das war echt gut. Den mache ich eigentlich... Nee, ich kann den nicht nochmal machen. Das hat sich doof. Ich versuche nochmal was zu klauen. Shiva, wir machen Bahamut Zero. Das wird die einzige Materie sein, die wir noch hinkriegen. Wen hatten wir mit Vincent genommen? Odin, ne? Dann hätte ich mal Hades nehmen sollen, oder? Ja. Es ist zwar jetzt eine sehr lange Materia hier, so die Beschwörung dauert hier immer etwas länger mit dem Bahamut Zero, aber dafür zockt er halt auch richtig ab. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen kann. Ich habe halt keine Schutzzauber gerade. Doch, hab ich. Shit, hab ich. Ich nehme eine Zauberbarriere. Wenn ich es noch schaffe. Wenn ich kann. Ich hätte sogar eine gehabt. Mensch, hätte ich mal das am Anfang gemacht. Oh, der hat auch gut abgezockt. Diamantenblitz. Nee, jetzt bin ich nicht geschützt. Außer mit Cloud, mit Regena. Und ob das so... Oh Gott, was zieht er ab? Was zieht er ab? Bitte nicht alles. Dankeschön. Das war... Was war das jetzt? Ja, mach mal. Ist gut, ist super. Das Problem ist, dass ich gerade überhaupt nichts sehe. Okay, tot. Nicht gut. Kannst du mal jemanden wiederbeleben? Nee, bitte. Und die, da kannst du jetzt mal schön hier abgehen. Oh, gut, dass er Regener hat. Er regeneriert sich gerade schön von alleine der Cloud. Das rettet mich gerade so ein bisschen. Er heilt sich durch seine Limit. Habt ihr die eigentlich schon gesehen gehabt? Ich glaube nicht. Er verwandelt sich ja jetzt nicht mehr in dieses Biest, sondern in so ein Zombie. Was sehr witzig aussieht, finde ich. Hörst du mal auf, mich anzugreifen? Arsch. Kann ich Typhoon nehmen? Nein, kann ich nie. So, Shiva. Ich mach Shiva.
Wenn es geht, dann geht, dann mache ich das auch. Der macht nämlich schon wieder seinen Countdown. Und wir müssen mal wieder ein bisschen ihn angreifen. Er sieht voll witzig aus. Vincent ist echt lustig. So als Zombie. Aber sobald er jetzt nochmal so eine Attacke macht, müssen wir uns schon etwas mehr regenerieren. Und eigentlich auch schützen. Und gleichzeitig angreifen. Das schaffe ich gar nicht alles auf einmal. Okay, hat er jetzt so eine Zauberbarriere aufgebaut oder sowas? Ich habe das jetzt nicht gekriegt. Das war nicht viel. Splatterregen. Ach ja, er ist ja immer noch in der Limit. Dann kann er mal ein bisschen draufhauen. Finde ich gut. War es das jetzt hier mit ihm oder warum? Das Geräusch ist gut, das Geräusch ist gut. Yeah, yeah. Ich hab den Diamond Weapon besiegt. Raub geboren. Raub Level 1. Schutz dazu. Extra MP. Chocomog geboren. Yes. Die haben jetzt ordentlich abgelevelt hier, die beiden. Goofy und Vincent, finde ich gut. Finde ich gut. Ist nicht hinter uns her, vielleicht hinter was anderem. Nein, es fühlt etwas, ja, es riecht Mord. Können wir gehen? Jetzt! Ja, lauf, Claudi. Was macht er denn? Wie läuft er da wieder hin? Was hat er denn? Oh nein, lass uns bloß abhauen. Irgendwas Großes, ich meine, was Riesiges kommt. Ahahaha, Herr Präsident, die Vorbereitungen für Sister Ray laufen. Ahahaha, fertig. Die sind doch alle auch bekloppt, oder? Die Bösen, die sind immer bekloppt. Feuer! Aus welcher Richtung kommt der Angriff? Midgar. Marlene.
Verdammt! Es ist direkt durch Weapon gegangen. Ich verstehe, Sie sind hinter Sephiroth her, der Krater an der nördlichen Grenze. Sir, Weapon wurde geschlagen. Sowohl der Krater als auch die Barriere sind verschwunden. Sir, eine Masse hochverdichteter Energie bewegt sich auf Midgard zu. Wow, Weapon greift an. Wow. Manchmal sehen die auch so ein bisschen aus wie Lego-Figuren. Im Gesicht, mit den Augen. Was ist mit Sephiroth geschehen? Nordhöhle, sehen wir nach, was passiert ist. Okay, zur Nordhöhle. Geht's euch gut hier eigentlich, Leuten, oder? Werden wir die Welt retten, wenn wir Sephiroth schlagen? Ich hab zwar Angst, werde aber mein Bestes geben. Jetzt aber schnell zur Nordhöhle. Nö, Nordhöhle. Ja, ab geht's. Hey, Cloud, yeah. Gut. Ich glaube, wir müssen jetzt dahin, wo wir sonst immer gegengeprescht sind. Ja. Das denke ich schon. Ich will aber auch nicht zu weit hier eigentlich. Ich will sogar irgendwo hier, wenn es geht, landen. Ich brauche unbedingt mal einen kleinen... Ja, hier sollen wir hin. Okay. Ich möchte landen. Ich muss nämlich kurz einen Cut mal machen. Und gucken, wie lange ich aufnehme. Nee, Leute? Nichts mit Nordhöhle. Wie landen. Da. Beim grünen Häuschen, beim Schokobo-Typen. Also, ich mache kurz einen Cut. Bis gleich. Nee. Das mit der Nordhöhle, das machen wir im nächsten Part. Sonst wird der hier nämlich zu lang. Und es ist eine wunderbare Stelle, um einen Cut zu machen. Tut mir leid. Und deswegen gehen wir in diese komische Höhle, wo ich schon sehr gespannt bin, weil wir sonst immer so gegengedingst sind, was da überhaupt drinne ist und was da auf uns zukommt. Und wir nähern uns dem Ende, würde ich sagen. Ne? Also, bis dann.